Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen. Warum läuft denn mit einer Fackel rum am Was geht hier vor? Fast helligsten Tag? Also, okay, bei denen ist noch Nacht. Egal, ja, willkommen zu Witcher 3, Blood and Wine. Wir klären gerade die Weinfehde. Ich hoffe, dass wir das klären können, ohne dass jetzt wir uns direkt auf eine Seite schlagen müssen, aber das werden wir noch rausfinden. Wir haben noch zwei Aufgaben zu erledigen bei der Frau und dann will ich eigentlich erstmal die Aufgaben für den Mann erledigen, bevor ich mit der Frau rede oder so. Bewachter Schatz. Wie schmeckt dir das Silber? Ach so, es sind die blöden Pflanzen wieder. Wo ist sie denn da? Weg, weg, weg! Oh mein Gott. Ja, mehrere sehe ich gerade. Also mindestens zwei. Oh Gott. Diese kleinen Kackblüten, die nerven rum. Und sind hier so viele davon. Brauch weißen Honig. Ziemlich anstrengend, weil es ist auch ein blödes Gelände hier. Oh, Alter, kann ich jetzt... Ach so, eine haben wir, gut. Zweite. Hä? Wo bist du denn? Da oben. Ich glaube, wir haben's. Sind so ein bisschen vergiftet, aber... Was für nervige Scheißdinger! Dreckspflanzen nerven echt, vor allem hier in so einem zerklüfteten Gebiet, wo man überhaupt gar keinen richtigen Platz hat zum Ausweichen etc. Malachit Fuchsfell. Noch irgendwas Spannendes? Ich nehme alles mit, vor allem so Erzzeug und so. Wir haben ja gerade gelernt, ich meine, okay, das war ein Barn, aber trotzdem, dass das viel wert ist oder viel wert sein kann. Ist denn die Truhe? Ah, hier. Schwerer Messingschlüssel, Brief auf elegantem Briefpapier und Fistisch. Hm. Ein Brief und ein Schlüssel. An einem solchen Ort? Interessant. Lies diese Anweisungen sorgfältig durch, denn ich dulde kein Versagen. Erscheine morgen am abgesprochenen Ort und hole die nächste Lieferung Setzlinge ab. Wir müssen unsere Anstrengungen erhöhen, Vermentino zu infizieren. Sei unbedingt pünktlich, denn die Gruppe aus dem anderen Weingut wartet. C. PS, vergiss den Schlüssel nicht. Ich sag ja, das war klar, dass da... Offenbar versucht jemand, Vermentino zu sabotieren. Aber der Brief verrät nicht, wer es ist. Hm. Ich muss mich weiter umsehen. Vielleicht finde ich es heraus. War halt klar, dass sie irgendwie beide platt machen wollen und dann wahrscheinlich das ein drittes Weingut ist, weil das was dann den Platz einnehmen will. Offenbar wurde er von einer Archerspore getötet. So. Dann auf zum letzten Platz und dann machen wir, wie gesagt, das andere Weingut. Ich überlege gerade, wenn wir einmal hier sind, sonst müssen wir dann wieder irgendwann dahin zurückgehen. Machen wir noch den Fragezeichen. Ort. Oh, Windmühlen. Wie Don Quixote gegen Windmühlen kämpfen. Aber wir sind gerade nicht auf dem
Pferden haben auch vor allem keine Lanze. Sans Retourtal. Das Sans Retourtal ist der Mittelpunkt der Welt des Weinhaus. An seinen Hängen findet man Castel Raviello, Coronata und Vermentino. Die Weingüter berühmter Winzerfamilien, die sich seit Jahrhunderten der Neid aller anderen Winzer auf sich ziehen. Okay, Coronata und Vermentino sind die, die Probleme haben. Also wird wohl Castel Raviello daran schuld sein. Das ist logisches Ausschlussverfahren. Würde ich mal behaupten. Und hier gibt's Probleme? Was ist denn da los? Bin ja mal gespannt. Es wird jetzt mal Banditen tippen. Monsterbefall auf Weingütern. Okay. Nicht wieder diese Scheißpflanzen, ne? Ach nee, Quatsch. Das sind Riesentausendfüßler. Oh fuck, ich habe komplett vergessen, mich zu meditieren, damit ich mich wieder heile. War nicht so schlau. Vielleicht probieren wir Art. Okay. Einer weniger. Es sind ja nur zwei, oder? Ah, das sind auch wieder solche nervigen Gegner. Fast tot. Kämpft aber auch wie ein Biest, ey. Fuck! Ich hasse zu sterben. Ach ja, ist vorher gespeichert. Oh, weil ich Idiot vergessen habe, ich... zu regenerieren, also zu meditieren, um halt wieder volle Tränke zu bekommen. Ah, ist das bitter, ist das bitter, ist das bitter. Ich hasse es zu sterben. Erstens, weil ich halt es generell hasse zu verlieren. Logisch, ich bin kein guter Verlierer. Aber es kommt halt auch dazu, dass es ewig dauert, bis man wieder spielen kann, weil es halt so lange lädt. Ja, es ist keine Minute oder so, aber es kommt mir halt ewig vor. Gerade Witcher 3 verwöhnt einen halt so krass mit überhaupt nicht laden oder sowas, also dass es einfach keine Ladezeiten gibt. Normalfall ist man erstmal so verwöhnt, dass dann logischerweise immer die Male, wo man warten muss, bis es geladen hat, nerven einen dann doppelt so sehr, logischerweise. In anderen Spielen ist es halt schnick, schnack, schnuck, geht's direkt weiter, aber dafür hat man halt dann in den Leveln mehr Ladezeiten und halt nicht so ein umfangreiches Spiel, logischerweise. Aber hier, wie gesagt, es ist auch, ich mache auch überhaupt niemanden Vorwürfe, ich muss halt nur einfach meinen Frust dann immer wieder rauslassen, sorry. So, jetzt immer bitte kurz meditieren. Jetzt haben wir den ganzen Spaß wieder. Fallende Weingüter. Komm her. Fuck, ich hab gedacht, mit Art kann man die vielleicht ein bisschen betäuben. Was? Ich hab den nicht abgezogen. Wie geht das denn? Au. Alter, die sind echt krass, die Dinger. Naja, die verschwinden einfach, wenn man Art benutzt, okay? Nehmen wir mal Axi. Dann kann man die ja bestimmt betäuben. Oh, ey, die sind echt nervig. Super nervig. Getroffen. Come on.
Bleib doch mal draußen. Ja, nicht so. Endlich. Krasse Dinger, ey. Meine Herren. Oh nein, hier ist noch ein Monster. Hier brüten die Riesentausendfüßler. Ich sollte das Nest zerstören. Okay, scheint jetzt auch kein weiteres Monster zu sein. Es ist wieder bloß, wie ihr hier seht, das ist wieder nur so ein Fehler. Also eine Fehlanzeige. Also fehlerhafte Anzeige. Wie auch immer, es ist halt nicht so. Durchsuche Coronada nach Hinweisen auf Sabotage. Optional. Durchsuche Coronada auf den. Wir. Ich. Vielen Dank. Durchsuche Coronada nach Hinweisen auf Sabotage. Coronada ist doch genau das andere, oder? Arbeitsstellen sind wie Frauen. Es kommen immer welche nach. Ich bin gerade total verwirrt. Ja, ja, das mache ich dann auch, aber pass mal auf, ich speichere jetzt mal. Hä? Hab ich jetzt schon gespeichert? Ja. Ich speichere jetzt mal, damit ich zur Not nochmal hierher zurückgehen kann und dann zum Coronada-Anwesen gehen kann. Falls das jetzt dazu führt, dass dieses Quest quasi beendet ist auf beiden Seiten. Weil da stand ja da optional, durchsuche das Coronada, bla bla bla, ne? Das steht ja nicht umsonst da. Nur die Probleme auf dem durchsuche Coronada nach Hinweisen auf Sabotage. Halt, war das gerade ein Wegkreuz? Ne, aber ist da noch ein Wegkreuz? Wäre auch merkwürdig gewesen, weil hier war ja erst ein Wegkreuz. Okay, ich bin gespannt. Es ist halt komisch, weil da steht optional durchsuche. Ist es dann, geht es dann nicht mehr, wenn ich jetzt das letzte hier abgeschlossen habe? Das ist halt die Frage, die ich mir stelle. Und deswegen habe ich da halt nochmal gespeichert. Dann kann ich da nämlich zu dem Speicherpunkt zurückkehren und dann doch erstmal das andere Anwesen durchsuchen. Mal schauen. Pferd ist immer noch hier. Krass, wie lange die Pferdeausdauer jetzt hält. Das ist so krass. Wenn er fast über die ganze Karte hier springt. So, jetzt machen wir hier trotzdem mal eine Schnellspeicherung. Die andere bleibt ja, die manuelle. Also die manuelle normale Speicherung bleibt. Ach ja, hier sind diese scheiß Sporen schon wieder. Nur beschissene Gegner. Wir haben hier diese blöden Pflanzen zweimal. Dann haben wir diese blöden Tausendfiesler. Ja, ich glaube, gegen die ist Feuer ganz gut. Oh, schon einer weg. Was? Bumm, die ging schnell, aber weil wir einfach viel mehr Platz hatten, das ist es halt. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich jetzt das andere Wein gut immer noch die Probleme erledigen kann oder ob das jetzt dann vorbei ist. Lass Matilda übernehmen, ohne dass du die Probleme ab Coronada untersuchst, oder setze die Untersuchungen fort, um Liams Probleme zu lösen. Sehr gut, das wollte ich nämlich machen. Sehr schön, nice. Und dann werden die sich am Ende bestimmt verbünden, wenn ich beiden geholfen habe und sie erfahren, dass ein dritter im Bunde war und beide quasi sabotiert hat. Und ich gehe mal davon aus, dass das dieses andere Weingut ist. Ach, jetzt haben wir doch hier bestimmt wieder die Geschichte, ne? Brief von Augustin Tonelias.
Ladislas, Sie haben die Fässer aus unserem Lager gestohlen. Wir müssen eine neue Ladung herstellen und zwar schnell. Lies unsere Anweisungen genau durch. Fälle 8 Kastanien, verarbeite sie so schnell du kannst zu Brettern und schicke die Bretter in die Lauge. Suche dann 12 Akazien, fälle sie und entferne die Rinde. Wir übernehmen die finale Behandlung der Kastanienbretter, sobald sie vom Auslaugen kommen. Schick die Jungs nicht alleine raus, sie sollten mindestens zu zweit sein. Ich habe gehört, dass diese gierigen gelben Pflanzen überall aus dem Boden schießen können. Sie sind ein echter Fluch, sei also vorsichtig. Augustin Tonelias. Okay. Dann gehen wir jetzt logischerweise erstmal zu den anderen Weindingern da. Müssen wir aber anscheinend wieder manuell auswählen. Boah, die sind ja alle auf dem Haufen, toll. Ach nee, sah noch so aus. Nicht ganz so krass auf dem Haufen. So, da können wir uns dieses Mal wenigstens direkt hin teleportieren. Oder wir machen jetzt erstmal noch das Fragezeichen. Ja, dann werden wir uns wahrscheinlich erst in der nächsten Folge mit dem anderen Weingut beschäftigen. Aber es ist jetzt gar nicht so weit weg. 200 Schritte. Dann nehmen wir das erstmal und ja, es geht auch ohne Plätze. Sind doch gleich da. Aber es ist auf jeden Fall schön, dass wir das Quest genauso erledigen können, wie ich mir das erhofft habe. Dass wir quasi beiden helfen können, ohne Probleme. Und ich bin mal auf den Ausgang gespannt, aber es wird schon so sein, wie ich denke. Also, das ist am logischsten. Verlassene Städte, Ruinen von Fort Astre. Was ist das denn? Das ist schön, dann können wir nämlich direkt hier das Wegkreuz da nutzen zum Schnellreisen. Ruinen von Fort Astre. Eines Tages bestieg der Herr von Epike sein Pferd und schwor das Schloss zu umreiten, auf dessen Mauern. Leider löste er seinen Schwur nicht ein, sondern fiel schon nach kurzer Strecke von den Mauern ins Verderben. Seine schöne Tochter Kunigunde schwor an jenem Tag, dass sie nur den Mann heiraten würde, der die Tat vollbracht haben würde. So mancher Anwärter verlor beim Versuch, diese grausame Bedingung zu erfüllen, sein Leben. Der Jüngling, der es endlich schaffte, sah das Gemetzel, das sie angerichtet hatte und befand sie seiner Liebe für unwürdig. Da wurde Kunigunde klar, wie verwerflich sie gehandelt hatte und sie warf sich von den Burgmauern und starb wie ihre unglücklichen Freier. Oh mein Gott, was für eine Tragödie. Versteckter Schatz. Scheine. Ja, jetzt komme ich ja nicht mehr drüber, toll. Au. Aber wenn es nur eine Erscheinung ist, soll es nicht schwer sein. Brauchen wir noch nicht mal Irden benutzen. Die hat eigentlich ein ganz gutes Level gehabt. Echt? Nur eine Erscheinung? Krass. Okay, das war einfach. Oder liegt hier noch eine Leiche und es ist ein weiterführendes Quest? Ja, ist ein weiterführendes Quest, alles klar. Tagebuch eines Verzweifelten. Die meisten Seiten sind mit Liebesschwüren an eine Frau namens Charlotte beschrieben. Die Einträge sind chaotisch und undatiert. Charlotte Kutterin ist die Liebe meines Lebens. Ist sie nicht bei mir, brenne ich vor Sehnsucht. Ich ersticke an dieser Einsamkeit. Es ist die schlimmste aller denkbaren Martern. Wie kann ich ihr begreiflich machen, dass ich ihr Schicksal bin und mich Albert? Und nicht Albert. Unleserlich Abschnitt. Ich habe eine Lösung gefunden. Die Hexe vom Luxfelsen. Sie wird mir helfen, meiner Herz... Was? Herzensagonie ein Ende zu machen. Ich werde den Gürtel enger schnallen müssen, denn ich habe ihr ein Zauberelixier abgekauft. Sie sagt, wenn ich meine Geliebte überzeugen kann, davon zu trinken, werde ich meine Probleme für immer vergessen können. Ich habe den Rest meines Besitzes verkauft und Juwelen erworben, die ich Charlotte gebe, wenn ich um sie anhalte. Götter, nicht mehr lange und sie wird mein sein. Ich mischte das Elixier mit Wein, wie die Hexe mich geheißen hatte. Ich bereitete beim Kutterin-Anwesen ein kleines Picknick vor. Meine Angebetete war bereit, mit mir zu sprechen, doch wiewohl sie meine verzauberten Ess trank, weigerte sie sich noch immer, mich zu heiraten. Außerdem redete sie Unsinn von Weinreben, die erst aus den Juwelen wachsen müssten, ehe sie mich ehelichen würde. Sie geriet in seltsame Hysterie und begrub mein Geschenk mit bloßen Händen bei der Kapelle ihrer Familie. Vielleicht dauert es länger, bis das Elixier wirkt. Götter, verflucht sei diese grausame Hexe, sie hat mich betrogen. Sie hat unleserlicher Abschnitt. Am nächsten Tag ging ich zum Kutterin-Anwesen, um Charlotte zu sehen, und irgendein Monster aus dem Wald hatte sich das gesamte Grundstück bemächtigt. Das ist also das Vergessen meiner Probleme für immer, von dem diese Ausgeburt gesprochen hat. Das Elixier hat meiner Geliebten den Tod gebracht, doch der Tod soll uns nicht trennen. Ich bin bereit zu sterben und mit ihr an der Seite in die Ewigkeit einzugehen. Unleserlicher Abschnitt. Ich werde hängen, wegen meiner Sünden aus Liebe für Charlotte. Leiden des jungen Francois. Finde die Juwelen, na, die braucht ihr jetzt nicht mehr. Das war dann wohl die Erscheinung, die alles platt gemacht hat. Da war aber viel Alkohol drin, aber da die ja eh alles nicht mehr brauchen.
Kommen wir in die Hütte rein oder ist sie wieder abgeschlossen? Ah, Moment, falsche Seite. Boah, Haufen Essen, sehr geil. Naschwerk, Kartoffeln, Essig. Komm, wir trinken Essig pur, das ist geil. Aber gut, wir essen ja auch Zwiebeln am laufenden Band, von daher egal. Machen ja aber anscheinend hier alle Zwiebeln essen, nichts Besonderes. Also rohe Zwiebeln jetzt, mit, am besten noch mit Schale. Abgeschlossen. Ich wusste es, verdammt nochmal. So, jetzt will ich aber eigentlich nur diese verdammten Juwelen haben. Müssten ja hier gleich kommen. Okay, mitten im... So eine Kacke. Du bist gekommen, hast gesehen und geholfen. Ja. Danke, Hexer. Was? Das lag einfach hier rum? What? Da waren Leute davor. Aber Haufen Geld, 390. Das ist nicht schlecht. Ja, aber da waren Leute davor. Ich verstehe es nicht. Wie konnten die denn das nicht sehen? Das lag einfach hier rum. Krass. Egal, wir wählen jetzt trotzdem erstmal den Kollege aus. Und müssen hier hin. Sie mussten sich ja umsaufen. Ich habe eine Tochter, weißt du? Heiratsfähiges Alter. Waren wir da drüben schon drin? In dieser Ruine? Ruinen von Fort Astra? Ne, da waren wir noch nicht drin, oder? Würde ich sagen, gehen wir da erstmal rein. Also, kommt mir überhaupt nicht bekannt vor mit diesen... Ich meine, wir hatten ja auch diese... Logischerweise waren wir noch nicht drin, weil wir hatten ja auch noch nicht diese... Sie helfen doch noch irgendeine Nebenquest oder sowas, oder? Wir hatten ja auch noch nicht dieses Wegkreuz gefunden gehabt. Also müssen wir hier noch nicht drin gewesen. Also, ja, wir waren hier noch nicht drin. Na dann möchte ich jetzt aber schon das hier noch so ein bisschen erkunden, bevor wir diese Folge beenden, obwohl wir schon ein bisschen gezogen haben, aber was soll's, gut für euch. Eine längere Folge, Spaß! Zaun rüber. Komplette Ritterausrüstung hier drin. Brauchen wir natürlich nicht, aber vielleicht finden wir irgendwann wieder einen Händler, der einfach mal 10.000 Kronen mit hat und die wir... Kommen wir aber nicht rein. Was? Kommen wir nicht in den Turm rein? Fuck. Ja, weil der Film wieder mein Händler einfach mal 10.000 Kronen hat und das dann quasi alles an ihn verkaufen können. Langruge. Also alles, was mit Färben zu tun hat, mitnehmen, Haufen Kohle wert und natürlich auch die ganzen Barren, ich habe jetzt auch gelernt, dass die super viel wert sind, oder so wert sein können zumindest. Ah, Essen, zweimal Zwiebel, zweimal Erdbeeren, fünfmal Pilz, also Essen müsste man mittlerweile auch wieder richtig, richtig viel haben, oder? Also ich gucke gleich mal nach, weil mich das immer interessiert. So, ich lasse den Schnaps natürlich weg. Naschwerk, 8, 10, 17, 12, 14, 16. Hä? Was? Was ist das nochmal? 8, 10, 17, 20, 24, 31, 33, 40, 50, 52, 56, 62, 64, 70. Also wir haben über 100 auf jeden Fall. Sehr geil. Essen ist erstmal kein... Aber wir hatten schon mal so mega viel und waren einfach in so viele... Ich glaube, es waren die Endkämpfe. Waren einfach in so viele Kämpfe verstrickt, dass wir uns so oft durch Nahrung geheilt haben, dass es tatsächlich wieder alle wurde. Hier geht's auch nicht rein. Verdammt nochmal. Ist auch nichts, was man kaputt machen kann. Ich wollte doch aber hier oben noch so ein bisschen rumlaufen. Ob man irgendwie da hochkommt? Krass. Und hier ist wirklich kein Nebenquest, Schatzsuche, irgendwas. In so einer spannenden Gegend. Kann ich mir kaum vorstellen, aber es scheint so. Gibt's ja gar nicht. Verdammt, und wir kommen nicht in den Turm rein? Was ist denn hier los? Guck mal, da oben liegen noch Sachen. Irgendwie müssen wir da hinkommen. Irgendwie kommen wir da hin. Wartet mal. Irgendwie... Kommen wir da hoch.
Also da oben sind auf jeden Fall Sachen. Das ist schon mal, das steht schon mal fest. Jetzt ist halt nur die Frage, aber hier geht's doch auch nicht weiter. Oder? Ich hab Angst, zu weit zu springen. Komm ich hier irgendwie hoch? Guck mal, da drüben ist doch auch noch was. Komm ich da drüben hoch irgendwie? Das ist zu glatt, oder? Rutsch, nee, rutsch nicht runter. Zieh dich irgendwo hoch, Geralt! Fuck. Komm, scher dich hier hoch. Mach dich da hoch! Verdammt! Was sind wir denn jetzt? Oh, jetzt sind wir noch ganz unten. Renn bitte einfach hier hoch. Ist hier unter der Brücke irgendwas? Nee. Also, wenn da oben in den Fässern nichts drin ist, dann... Da ist auf jeden Fall was drin. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. So, hier kommen wir halt blöderweise schon mal gar nicht ansatzweise weiter. Es sieht auch nicht so aus, wenn ich hier hochklettern kann. Oder? Oh, knapp. Nicht wieder auf die falsche Seite fallen. Oh, Idiot. Steck erstmal das Schwert weg. Das geht mir so ein bisschen auf den Sack. Ach so, es war das Falsche. Aufgesprungen. Also ich mache maximal eine halbe Stunde voll. Und dann, wenn es da nicht weitergeht, dann okay, ist es halt so. Okay, jetzt sind wir zumindest schon mal... Hier oben, wo halt gar nichts ist. Toll. Springen wir mal darüber. Da kommen wir da raus, wo wir schon waren. Das bringt uns auch nichts. Das hier ist... Nice. Okay. Wir sind schon mal in dem Turm drin. Ich gehe aber ganz stark davon aus, dass die Programmierer nicht wirklich... erwartet haben, dass man hier reinkommt oder geht, und deswegen haben die hier auch leider keine Truhe versteckt. Vielen Dank. Ich habe gerade mega Durst, muss einfach was trinken. Moment. Na gut. Okay. Dann, okay. Wir sind jetzt aber erstmal hier reingekommen. Das ist schon mal, das ist immer schön, wenn man was schafft, was man sich vorgenommen hat. Sehr geil, schön. So, jetzt gehen wir hier langsam runter. Komm. Ganz so weit wollte ich erstmal nicht, aber ich glaube, gab es da drüben noch irgendwas? So. Also ganz hoch kommen wir nicht. Kommen wir darüber? Das wäre schon mal cool. Nicht runterfallen! Oh, fuck! Moment, vielleicht kommen wir ja auch von hier. Nee, von hier kommen wir nicht darüber. Oh, ich dachte, wir können abkürzen. Wie bin ich denn eigentlich hier hochgekommen? Ich hab's schon wieder vergessen. Fuck. Wie bin ich denn hier hochgekommen? Ich meine, wir haben gespeichert. Wir könnten theoretischerweise... Ach, ich glaube, ich bin hier reingeklettert, ne? Ja, genau so. Wir könnten theoretischerweise laden, aber da habe ich natürlich überhaupt keinen Bock drauf. Ich hab gerade irgendein Monster gehört. Ja, wahrscheinlich ist es auch dumm, da auf den Sims zu klettern, weil es da eh nicht weitergeht, aber... Ich sehe ehrlich gesagt keinen Weg, wie ich da rüberkommen soll. Wie soll ich denn da hochkommen? Da gibt es keinen Weg. Dann gucken wir das mal von der anderen Seite an, von außen. Also...
Hier ist mal ein Weg lang gegangen, okay, aber. Kann man auf jeden Fall. Ist hier was? Kann man halt auf jeden Fall nicht hochklettern. Selbst wenn ich da jetzt irgendwie rüberkommen würde. Krass, dass die Tore noch existieren und nicht zerfallen sind. Ich glaube, hier kann ich auch nicht hochklettern. Ich meine, man weiß manchmal nicht, wie die es programmiert haben. Vielleicht gibt es ja doch so eine Art Leiter oder halt irgendwas, was ich hochziehen kann. Sieht nicht so aus. Schade. Fuck, ich will da hoch. Da ist bestimmt wieder irgendwas drin in dem Zeug. Wahrscheinlich nur Schrott, klar, aber ich will da halt trotzdem hin. Hier ist leider nichts, wo sich hochzieht. Das ist ein bisschen ärgerlich. Fuck. Fuck. Ich will da hoch, ich will da rein. Ich kann aber auch nicht darüber springen, wenn ich auf dem Balken wieder oben drauf stehen würde. Komme ich von hier wieder auf den Balken drauf? Ja! Nice. Können wir zumindestens. Ich glaube, da ist eine unsichtbare. Ich glaube, da ist eine unsichtbare Wand. Ah, ich glaube, da ist eine unsichtbare Wand. Also, in dem Vorsprung wird halt eh nichts drin sein. Es wäre einfach nur cool gewesen, da hinzukommen. Aber. Gibt bestimmt Kanäle auf YouTube oder Leute, die halt einfach nur versuchen, an irgendwelche merkwürdigen Orte zu klettern. Wir haben vielleicht auch schon den Weg gefunden, hier irgendwo dahin zu gehen, aber. Waren wir hier nicht auch schon drauf? Weiß gerade gar nicht. Cool. Oh nein. Ach, wir sind noch nicht runtergefallen. Okay. Na gut, wir können jetzt zumindest rein theoretischerweise nochmal versuchen, auf den Balken da hochzukommen. Okay, dann versuche ich halt zumindest nochmal in diesen Vorsprung reinzuklettern. Ich glaube nicht, dass es geht, weil da ist, glaube ich, eine unsichtbare Wand. Oh, ich will da rüber. Es gibt bestimmt eine Möglichkeit, da reinzukommen. Scheiße, aber ich sehe sie nicht. Ich sehe sie einfach nicht. Also wenn man nicht irgendwie da drüben hier, wo ich schon versucht habe reinzuklettern, wenn man sich da nicht irgendwie verrückt hochziehen kann, dann wüsste ich nicht, wie das gehen soll, wenn ich ehrlich bin. Na gut, versuchen wir nochmal da zumindest hinzukommen. Aber wie gesagt, meiner Meinung nach ist da eine unsichtbare Wand. Ja, er steht halt schon nicht mehr richtig auf dem Balken drauf. Das ist halt schon ein Problem. Meiner Meinung nach ist da eine unsichtbare Wand. Wenn jetzt springt, fällt er bestimmt runter. Ja, es war klar. Scheiße. Will sich nicht hochziehen. Ja. Egal, bis zum nächsten Mal. Ihr habt echt genug Zeit verschwendet. Tschö, tschö.